wunderschönen Titel hören wir da. Vom Elton John. Und wir verraten Ihnen in ein paar Augenblicken, wie Sie sich ganz einfach, ohne viel Aufwand, können engagieren für Menschen im Iran, die auf die Straße gehen. Etwas, was Sie nicht kostet, was Sie auch nicht auf die Straße demonstrieren oder so. Gerade in ein paar Augenblicken. Autoschmiede. Gerold Areal Zürich. Seit Wochen gehen die Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Auch in Zürich, bei uns, in der Schweiz, immer wieder gibt es auch bei uns Demonstrationen für die Menschen und vor allem für die Frauen im Iran gegen das strenge Regime dort. Hunderte Frauen schneiden sich dazu an, in aller Öffentlichkeit die Haare ab, als Symbol für sich mit denen, die für Freiheit kämpfen, solidarisieren. Zum Beispiel die Nationalrätin Sibyl Arslan da. Regimes ist auf gröbste zu verurteilen. Mit diesen Demonstrationen und dem Abschneiden von der langen Haare zeigen die Frauen ihre Solidarität mit der Iranerin Mahsa Amini, die im Iran festgenommen worden ist, weil sie kein Kopftuch gedreht hat und in diesem Zusammenhang gestorben ist auch. Durch diesen Vorfall sind die weltweiten Proteste ja losgetreten worden. Auf die Strasse gehen und protestieren, das lange jetzt aber nicht mehr. Jetzt gibt es in Zürich und auch im Rest von der Schweiz darum eine landesweite Solidaritätsaktion, um die Menschen im Iran zu unterstützen, die für ihre Freiheit kämpfen. Ihr habt die grossen Werbeflächen, die grossen Screens in den grossen Bahnhöfen in der Schweiz gebucht, wo wir einen Clip werden darstellen mit dem Slogan «San Sindegi Azadi», «Frau lebend Freiheit», mit Bildern zuerst von der Mahsa Amini, die erste Frau, die in Teheran als Anfang von dieser Unruhe umgekommen ist, und dann weitere Bilder von weiteren bekannten Frauen und auch Männern, die bis jetzt in dieser Unruhe umgekommen sind. Sagt der Organisator von dieser Aktion, der Jürg Reimann, da. Also an allen grossen Screens, an den grossen Bahnhöfen läuft ab morgen alle paar Minuten ein Clip, um den Aufstand im Iran zu unterstützen. Die Idee ist, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn diese Videos laufen, die abfilmen können und in den sozialen Medien teilen, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Und zwar mit dem Hashtag Mahsa Amini. Das klingt banal, sagt der Organisator von dieser Aktion, aber wenn jeder, der den Clip ab morgen an der Bahnhof läuft, abfilmt und postet, dann können wir tatsächlich etwas bewirken. Weil die Unterstützung von der Schweiz, die sei in dem Fall sehr bedeutend. Man muss wissen, dass die Iraner den Namen Schweiz auf Farsi Suisse genau mit den Werten in Verbindung setzen, wo sie jetzt dafür kämpfen. Und darum, wenn wir den Menschen im Iran Solidarität können zeigen, ist das ein ganz grosses Zeichen für die Menschen dort und wird sie stärken in ihrem Kampf für ihre Freiheit. Also, die Clips laufen. Morgen zum Beispiel auf den Screens am Zürcher HB oder auch zu Winterthur am Bahnhof. Und am Samstag gibt es in Bern eine grosse Demonstration. Wenn Demonstrieren aber nicht so ihr Ding ist, dann können Sie die Menschen eben mit dieser Solidaritätsaktion unterstützen. Filmen Sie morgen die kurzen Clips ab, die an den Bahnhöfen laufen, und posten Sie es auf Instagram, Twitter oder Facebook unter dem Hashtag Mahsa Amini.